Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir haben heute mal was anderes hier und zwar haben wir The Adventure Pals. Das ist ein Plattformer. Sowas gibt es von mir auf dem Kanal, glaube ich, kaum. ich habe gedacht, ich nehme euch einfach ein bisschen mit und mache ein kurzes Video. Ich bin auf keinen Fall irgendwie Pro-Plattform-Gamer oder sonst was. Kein Speedrunner oder hast du nicht gesehen. Aber ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit, weil ich das Game irgendwie süß fand. Wir fangen hier neu an. Hier habe ich einmal ein bisschen angespielt. 2,8%. ja, wir starten einfach durch. Ich will gar nicht viel Commentary machen. Seht es einfach als ein bisschen relaxtes Gameplay. Viel Spaß. So, das ist unser Papa. Wir haben Geburtstag. Und da hat er was für uns. Wir müssen einmal warten, weil wir haben noch keine Angriffe und nichts. Wir sollen unser Schwert benutzen, um die Felsen kaputt zu machen. Und jetzt warnen wir uns vor den Kreaturen, die hier rumlaufen. Alles easy. Ja, jetzt erklärt er uns den Heiltrank, Entschuldigung. Wenn unser Leben alle ist, dann wird automatisch so ein Trank getriggert. Und jetzt sollen wir eine Bombe benutzen, um die Steine kaputt zu machen. Unser Geschenk ist in dem Kuchen. Und wir sollen den Kuchen in die Luft sprengen. Das machen wir auch so gleich. Eine Giraffe. Eine Giraffe. Ich werde sie Sparkles nennen. Okay. Da kommt Mr. Bee auf einer Biene. Ein Goldfischglas auf dem Kopf sehe ich gerade. Er verwandelt Leute in Hotdogs aus Gründen und unser Papa ist die Nummer 1. Wir sagen da gar nichts zu, sondern wir folgen einfach kommentarlos. Da ist seine Mütze. Auf die passen wir auf. Das ist übrigens skriptet. Sind wir bei unserer Mutter angekommen, nach dieser merkwürdigen Sequenz. die Füchse haben uns nach Hause gebracht, haben uns gerettet. Wir sollten nicht mit Bomben spielen. Wir brauchen Rubine. Und sie hat uns den Punkt markiert, wo wir hin müssen. Eine Band, die Pavlov, das Pavlov Pack. So, wir begeben uns auf die Map und in unser erstes Level. Und
Die Giraffe ist so cool. Oh, hier ist ein Friedhof. Oh, ein Kuchen. Das habe ich im ersten Durchlauf nicht gefunden. Ich wusste nicht, dass es auf der Karte Secrets gibt. Es gibt im Übrigen im ganzen Level auch so Kuchen versteckt, seht ihr da oben, unter der Health Bar und so weiter. Aber ich werde bei weitem nicht alle finden. Ich vorher noch nicht. Hier sind Menschen nicht erlaubt. Das heißt, wir, ne, wählen diesen Weg. Weil wir brauchen den Rubin. Hier ist ein kleines Secret. Mehr oder weniger Secret. Der Muffin-König. Was machst du mit diesem Muffin? Ich habe es einfach so gefunden. Ich wollte es essen. Nein, bring es zum Cupcake-König. Bring mir die Cupcakes und es gibt eine Belohnung. Okay. Ich habe vorhin schon gesehen, wir brauchen 5 Stück insgesamt, um eine Belohnung zu bekommen. Bomben und was das andere war, weiß ich nicht. War, glaube ich, noch mehr Bomben. Ich weiß nicht, da oben, wo das eine Törtchen jetzt angezeigt wird, links davon ist noch ein Item, das wir finden können. Ich weiß aber nicht, was das ist. Und ich weiß auch nicht, ob die in der Reihenfolge angezeigt werden. Sprich, ob ich den irgendwo vorher noch hätte finden können. Viel, viel mehr vorher gibt es hier halt nicht. Münzen. Das war der erste Abschnitt, der Tutorial-Abschnitt sozusagen. Und weiter geht's. Cupcake. Den nehmen wir gleich mit. Die explodieren. Ist alles relativ easy, sag ich mal, bisher zumindest. Das für mich ganz gut ist, weil ich bin recht schnell frustriert bei solchen Games. Deswegen spiele ich so wenig Plattformer. Hier haben wir noch ein paar Kisten. Bomben und Geld. Next. Da oben sehen wir unseren Fortschritt zum Rubin, den wir brauchen. Das ist ja unser Ziel. Da ist noch ein Törtchen. Das war viel zu hoch. Autsch. Ah ne, es hat uns gar keinen Schaden gemacht, ne? Ich dachte, das würde uns Schaden machen, wenn die uns treffen. Ich will die Gegner gerne mitnehmen, weil es Erfahrung gibt. Und wir können nachher noch Power-Ups freischalten mit Erfahrung. Deswegen gehe ich nochmal zurück. Halt, auch eine Münze. Box.
Autsch. War das unsere Oma? Oder Mutter? Nicht dazwischen. Zwei Seiten wäre doof. Halt, 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 halt. Das machen wir anders. Dann nehmen wir eine Bombe mit und schmeißen die mal da rein. So. Das ist so ein Pack. Ist das ein Sticker-Pack? Sieht ein bisschen so aus. Guck mal, wer da rankommt. Wie wir da rankommen. Okay, das war easy. Das ist eins unserer Geburtstagsgeschenke. Jedes Kind möchte ein Stickerbook. So ein Stickerheft, ihr wisst schon. Okay. Das ist cool. 44 Stück gibt's. Ich mag das, wenn Games sowas haben. Das ist cool. Ich mag alles an Collectibles und das ist einfach. Ich sammle sowas gerne. Okay, es gibt überall Sticker, die liegen hier überall rum. Sehr gut. Wir können also in jedem Level welche finden. Da oben das Pack ist jetzt auch ausgefüllt. Das heißt, die sind nicht in der Reihenfolge, wie man sie finden kann. Das ist schon mal gut zu wissen. Der Ausgang. Ich bin noch einmal drüben rüber. Da waren wir nämlich noch nicht, glaube ich. Oh, ich hasse diese kleinen Dinger. Ich treffe die immer nicht, weil ich muss zugeben, es ist gut, aber die Steuerung ist manchmal bei so kleinen Abschnitten ein bisschen schwammig. Für mein Gefühl. Ist also immer so ein bisschen subjektiv. Ich bin hier im ersten Durchlauf unnötig oft gestorben. Okay, so geht's natürlich auch. Und hier ist das Ende. Und ich glaube, jetzt haben wir noch eine Ebene bis zum Rubin. Und wir haben einen Cupcake, glaube ich, verpasst. Oder zählt das übers Ganze? Ach, zählt übers Ganze. Okay. Never mind. Komm. Das ist ein abrupter Sprung. What? Ist das Ninja Elch oder was? Ach komm schon. Das habe ich nicht gut getimed. Wait, what? Level up. Mehr Loot aus Kisten. Wenn wir eine Combo haben, die höher ist als 5, dann greift unsere Giraffe einen Gegner, wenn wir angreifen. Nee, die bringt uns zum Gegner hin. So rum. Und eine größere Tasche. Können wir mehr Munition für jedes Item tragen. Tja, ich weiß nicht. Wir nehmen mal mehr Loot. Wobei ich wahrscheinlich die größere Tasche hätte nehmen sollen, wegen Bomben und so weiter. Aber gut. Was soll's. Unser Papa drin. Da ist noch ein Cupcake. Kommen wir da hier noch rum, wenn ich hier jetzt so runtergehe?
Autsch. Ah, eine Bombe gekriegt. Das sah für mich ganz kurz so aus, als hätte uns eine getroffen. Ich würde sagen, hey, woher? Gut. Das ist der letzte Cupcake. Rubin. Got it. A plus. Juhu. Vorhin beim ersten Durchlauf hatte ich beim Level C oder so. So, wir müssen den Rubin aber zurückbringen. Ist kein Secret versteckt, ist aber schade. Es war ein Besucher da. Herr Stein. Okay. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Diese blöden, diese blöden kurzen Beine. Okay. Wir brauchen mehr Rubine. Und Mr. Stein gehört jetzt zu uns. Der kommt mit. Süß. Okay. Also die nächsten zwei Dinge. Ein Shop. Der Bienenshop. Die hier können wir übrigens auch vermöbeln und kriegen eine Münze. So, was haben wir denn hier? Willkommen! Hier findest du alles. Bomben, Tränke, magische Dinge. Okay. Wir haben 363 Münzen. Davon haben wir zwei Stück. Davon haben wir auch zwei Stück. Ich würde wissen, was die macht. Aber das steht hier nicht. Ein Stickerpack. Ah, das kostet aber viel. Wir nehmen mal eine Sonnenscheinbombe mit. Und hier ist die Katze, wo wir eintauschen können. Okay. Was ist das jetzt? Ist das ein Sticker? Ist das... Was ist das? Ah, das sind Kostüme für unsere Freunde. Oh, wie cool. Das ist cool. Das gefällt mir. Na. Ja. Dann begeben wir uns in dieses Level. Wir dürfen hier nicht sein, okay. Schlimme Witze erzählen, Tauben stehlen, Pappe essen, Autos anzünden. Okay. Er will uns nicht hier haben, aber uns ist das irgendwie herzlich egal. Wir haben unser Stickerbuch. Können wir einfach nochmal nachgucken, welche wir haben. Und wir hier. Okay, der erzählt uns noch irgendwas über die Gegebenheiten hier. Okay, wir kriegen Quests tatsächlich und schalten neue Level frei, wie es aussieht. Wir sollen ihm helfen, seine Frau zu finden, also zu retten. Okay.
Das heißt, hier müssen wir jetzt hin, um seine Frau zu retten, ja? Das ist richtig. Wir können wieder ein Stickerpack finden, habe ich gerade gesehen. Und wieder 5 Cupcakes. Das scheint immer gleich zu sein. Ich bin mir nicht so sicher, wir könnten uns verletzen. Ja, das ist richtig. Das könnte passieren. Kann ich hier hoch? Nee, ne? Aber das ist ein Stickerpack. Da muss ich irgendwie hochkommen. Oder hätte ich das mit dem Fass machen können? Hätte ich mich da irgendwie bouncen lassen können? Ihr wisst schon. Ah, nee, ich komme auch so hoch. Alright. Süß. Die Münzen nehmen wir natürlich mit. Das ist gut zu wissen. Ah, ich kann einfach draufspringen, um die zu zerstören. Okay. Funktioniert das hier auch? Nee. Ah, bei denen funktioniert das nicht. Ist ein Cupcake. Ein bisschen Erfahrung. Ich würde gar nicht so viel kommentieren, ne? Ah, wir können jetzt ausweichen. Noch Kisten, da will ich zuerst hin. Okay, wir haben beides. Nee, Potions hatten wir noch nicht voll, aber Bomben sind voll. Ein Erfahrungsblöppelchen. Okay, von hier kamen wir. Ich weiß immer nicht, ob da unten irgendwas ist oder ob uns da nur der Tod erwartet. Der Abschnitt ist durch. Ich weiß nicht, ob wir da hochkommen. Ich glaube nicht. Was noch ein Cupcake? Kisten, aber ich will mal gucken, da war außen doch noch irgendwie was, ne? Ja. Ah, von hier kommen wir, ne? Das war der Anfang. Aber da ganz oben war doch eben noch was. Da, außen. Na egal, das ist nur ein Briefkasten.
Ich will da zwischendurch. Hier ist aber nichts mehr. Ah! Ich dachte, weil da unten noch eine Plattform ist, geht's da vielleicht noch weiter. Die Kisten will ich zuerst mitnehmen da unten. Ah, Crit-Chance. Und Feuer. Okay. Ich mag dein Charakterdesign. Das ist irgendwie witzig. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr Variationen kommen. Hat die nichts anderes gemacht, als die andere Bombe, außer den zusätzlich in Hasen zu verwandeln. Das hat sich ja voll gelohnt. Achso, nee, das wollte ich nicht. Den wollte ich machen. Dann können wir hier hoch, wenn ich nicht zu blöd wäre, gegen die Wand zu springen. Ah! Da kommt die Crit-Chance durch. Sehr gut. Das macht es deutlich einfacher. Da ist meine wundervolle Braut. Joe, das ist ein Schwein. Okay. Okay, wir haben die Quest abgeschlossen. Das sollte also so. Alright. Wir haben noch so viele... Oh, ich dachte, wir wären schon beim Rubin, aber wir haben noch so viele Ebenen vor uns. Na gut. Ich wollte eigentlich gerade hier den Cut setzen, aber dann machen wir das noch, bis wir den Rubin gefunden haben. Und dann langt das, glaube ich, um einen kleinen Eindruck zu bekommen. Das Game ist ja nur auch schon älter. Also, das habt ihr mit Sicherheit schon mal irgendwo gesehen oder so. Wobei ich gar nicht weiß, ob das so bekannt ist. Also, ich hab vorher noch nie was davon gehört, bevor ich das gesehen habe, deswegen. Aber ich bin in dieser Plattformer-Bubble ja auch nicht so drin. Kenne mich da nicht so aus. Hä? Ich bin draufgesprungen. Upsala. Ach komm schon. Machen wir das halt anders. So. Ich benutze mal kurz eine Health Potion. War das alles? Ah. So, Bomben nehmen wir wieder mit. Und hier ist der Übergang zur nächsten Ebene. Jetzt fehlt es aber mit Sicherheit ein Cupcake. Ich glaube, ich habe links da nicht genug abgesucht. Ich habe da eben noch Gegner aus dem Augenwinkel gesehen. Ich mag diese kleinen zusätzlichen Elemente, die wir durch die Giraffe kriegen. Das
sind nur Kleinigkeiten, aber es bringt direkt ein bisschen Abwechslung rein. Lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr solche Videos auch gerne mögt. So dieses einfach entspannt, ein bisschen Gameplay-mäßig. Wenig. Verhältnismäßig wenig Commentary. Sagt mir doch mal, was ihr davon haltet. Dann nehme ich euch gerne öfter mal mit, wenn ich irgendwie Games ausprobiere. Weil ich spiele viele Games, die ich halt so nicht kenne. Ich probiere gerne und oft mal was Neues aus. Und ja, da kann ich euch gerne ein bisschen mehr mitnehmen, wenn ihr das gerne wollt. Ich habe halt häufiger Games dazwischen, die sich dann vielleicht nicht für ein komplettes Let's Play eignen, in meinen Augen oder wie auch immer. Die bekommt ihr dann halt so gar nicht zu sehen. Da ist noch ein Cupcake. Na, da haben wir einen verpasst. Schade. Das müsste der letzte Abschnitt sein vor dem Rubin. Huch. Ich hatte gehofft, dass die Dinger da unten aufgehen. Jetzt auf? Nein. Nochmal drehen vielleicht? Auch nicht. Den will ich auch. So, da liegen noch ein paar Erfahrungsflügelchen. Wir steigen gleich wieder ein Level auf. Komme ich hier denn überall nicht durch? Die andere Seite noch und dann gehen alle auf, vielleicht? Das Münzsäckchen nehmen wir natürlich mit. Auch nicht. Ich meine, hier in der Mitte ist noch eine Plattform mit einem Schräubchen, also einer Mutter. Aber wie kommen wir denn da rauf? Eigentlich ja nur von oben. Irgendwie. Ach, hier ist aufgegangen, ne? Hier ist noch eine Truhe. Kann ich hier runter, oder? Ja, es bringt uns noch nicht weiter. Wie kommen wir hier hin? Wie kommen wir hier überall hin? Ist ja alles zu. Da geht's nicht weiter. Nö. Ah, warte mal, hier ist jetzt offen. Dann können wir hier aufmachen. Hier. Das hat sich von selbst erledigt. Hier haben wir noch eine. Dann kommen wir da durch den Münztunnel. Well. Erst die Münzen, dann die Gegner. Man muss Prioritäten setzen.
solange wir noch Leben übrig haben, rettet Herr Stein uns vor den Spikes und Fallen. Und ja doch. Also wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir runterfallen oder gibt's Spikes, die auf uns drauffallen können oder weiß ich nicht. Da ist der Rubin. Aber ich glaube, ich habe oben noch einen Cupcake gesehen irgendwo, oder? Ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall waren wir hier drüben noch nicht. Aha, wusste ich doch. Sind aber leider nur vier. So, haben wir den Rubin. Zwei von drei. So, das ist dann. Wir können uns jetzt ein Sticker-Pack kaufen, das machen wir jetzt. Da. Ein Leuchtturm. Oh, wir können eintauschen, haben genug. Ein Cupcake? Yes! Gut, ich würde aber sagen, wir belassen es hierbei. Und ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob euch sowas auch gefällt, so ein Format quasi. Und dann gucke ich, dass ich das hier und da mal mit einstreue. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, warum ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!